So, und damit herzlich willkommen jetzt hier auch auf YouTube, heute ausnahmsweise mit Facecam, denn der Ossi und ich sind hier wieder bei Anno 1404, der History Edition dabei. Und heute nicht nur auf YouTube, sondern ja gut, für euch jetzt in der Vergangenheit liegend, diese Aufnahmen hier wurden gestreamt. Das muss man sich mal vorstellen, lieber Ossi. Wie ist das, wie ist es dazu gekommen? Es begab sich folgendermaßen, als der edle Großkapitän Venardo sich auf den Weg machte und auf Twitch gestreamt hat. Hä? Dort macht er nicht. Ja, weil anscheinend hat Venn jetzt die Passion fürs Twitchen entdeckt. Ihr findet den Link da und natürlich in der Videobeschreibung bei ihm. Und nimmt hier auch ab und zu mal ein kleines Live-Let's Play auf, ne? Deswegen ist auch heute Premiere für mich. Wie ihr seht, meine natürliche Blässe kommt heute noch viel mehr durch in meiner Webcam, weil wir zum ersten Mal bei Tageslicht aufnehmen. Das hier durch mein Zimmerfenster. Ich habe nämlich extra kein Rollo, weil ich niemals hier sitze, während die Sonne noch scheint. So muss man das, muss man sich das tatsächlich vorstellen. Und heute scheint die Sonne noch, deswegen von links ein kleiner Strahl der Weisheit. Aber ansonsten alle Supi-Wenne, na? Was wollen wir in dieser Folge machen? Ja, das ist eine gute Frage. Siehst du mal, da ist der Auftrag wieder. Ja, weg damit. Weg damit. Ja, widerlich. Deine Schmalzlocke hier. So, dem Northburg gefällt das. Ein bisschen restrukturieren hier auf meiner Insel. Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde nochmal einmal ganz kurz, Moment, ich bin sofort wieder da. Ich muss hier nochmal ganz kurz die Alerts ein Stück nach links ziehen, weil die gerade hinter der Kamera lagen und das ist nicht so geil. Okay, so. Genau die. Vielen Dank, GF Master. So, das müsst ihr jetzt leider ein bisschen ertragen, gerade in der Aufnahme. Okay, so, hier ist Ossis Insel. Da möchte ich aber nicht rumfummeln, ausnahmsweise. Oh, ich liebe es, wenn der Fusselbart einkaufen kommt. Komm ruhig ran, du. Komm ruhig ran. Wollen wir uns in der Moschee treffen? Wo bitte? In der Moschee. Ich habe was ganz Kurioses verstanden. Ich habe da so eine dunkle Kammer entdeckt. So, Fischers Luck. Fischers Luck. Das Fischers Glück. Herzlich willkommen im Stream. So, ja. Wo waren wir überhaupt stehen geblieben? Was haben wir überhaupt gemacht? Ach so ist das. Was haben wir gemacht? Ich habe auf jeden Fall Helenas Insel übernommen und habe jetzt hier Reichtümer über Reichtümer bei mir. Du hattest hier auch eine abgeknüpft? Ich habe mir die große Insel jetzt endlich mal unter meinen gesamten Nagel gerissen. Ach ja, stimmt. Hast du eigentlich ihre Hütten gleich mitgesnackt? Natürlich. Ja, so kann man auch Geld sparen, ne? Deswegen habe ich jetzt auch eine 2400er Bilanz. Alter, da bin ich weit von entfernt. Ich bin bei minus 67. Was mache ich falsch gerade? Wenne, pass auf. Wir wollen ja... Falscher Button hier. Wenne, pass auf. Wir wollen ja hier mal nicht päpstlicher sein als der Papst, ne? Er ist schon zu spät. Ich würde es gerne momentan noch vermeiden, noch mehr Gesandte irgendwie durch die Gegend rennen zu lassen. Ah, lieber Ossi, danke. Der Ossi lässt mal wieder Münzen fallen. Ich bin heute mit großen Taschen aufgewacht. Ich frag mal nicht, was für Taschen das waren. Maultaschen wahrscheinlich. Ich würde es gern vermeiden, weitere Gesandte hier erstmal anzusiedeln, weil die werden dann wahrscheinlich relativ bald mit ihrem nächsten Bedürfnis um die Ecke kommen. Nämlich Geschlechtsverkehr mit Ziepen. Nein. Was? Bitte? Da musst du dich aber auch bücken. Das halte ich aber für ein Gerücht. Okay, so vielleicht sollte ich irgendwie mal die Ausgaben reduzieren. Irgendwas hier ist bestimmt mega teuer. Ah ja, stimmt, die Perlenproduktion. Die Analperlen. Was? Bitte? Was? Ah ja, so gerade mal nicht gehört, oder? Nee, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ich werde mal hier unten restrukturieren. Bei den Perlen kann man eigentlich ein bisschen mehr verkaufen, oder? Wobei, wir vertaufen 25 von. Oh. 18 Tage. Ich habe gerade den Bauplan mal wieder in die Kamera gehalten, aber da sind die Gebäude ein bisschen grün und das wurde direkt rausgekiet. Das heißt, die Zuschauer haben effektiv einfach gar nichts gesehen. Das ist doch wunderbar. Finde ich es auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Ja, das ist wie, als wenn man bei dir in die Hose schaut. Bitte? Was? Habe ich jetzt wohl nicht gehört, oder? Nee, ich auch nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Was ist denn jetzt los? Hallo? Wasservorräte knapp ist okay, aber bitte nicht zwischendurch laden, weil dann kriege ich wieder Panik. So, bitte, die Helena, die will meine Siedlung haben. Ich sag dir, wie es mir geht. So, warte mal, können wir ihr hier noch eine kleine Aufmerksamkeit... Alter, 9000.
Ich würde der Helena gerne eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen, aber die ist echt teuer. Das Wieso möchtest falsch. Du ihr eine Aufmerksamkeit zukommen lassen, Alter? Ich habe ja 160.000 Aufmerksamkeiten zukommen lassen. Ihr kann sich vor Aufmerksamkeit nicht mehr retten. Das zweifle ich an. So, warte mal. Haben wir hier gerade ein Schiff vor Ort? Ja. Dann holen wir gerade mal 25 Tonnen Datteln und bringen die mal rüber. Ich fertige hier auch mal das ein oder andere, was ich mir so erlauben kann. Mit Erlaub. Mit Verlaub, wenn ich bitten darf. Allerdings. Können wir mal einen frühen Community-Projekt in 14.4 machen, wo ihr mit uns spielt? Ja, ist geplant. Ist geplant. Aber bitte wenn nicht immer fragen, wann. Es ist geplant und es kommt, wenn es kommt. Bessere Bilanz. Ein bisschen Brot können wir auch verticken. Eine Bauernsiedlung. Bauernsiedlung ist natürlich eine Idee. Das Problem ist nur, der fehlende Plan. Ah, ja, genau. Jetzt weiß ich, was wir machen können. Wir können hier mal ein bisschen Scheiße auslagern. Das ist ein Plan. Den ganzen Scheiß hier, die ganzen Farmen und so einfach mal rüberbringen. Auf die neue Insel, die wir gekapert haben. Und das dann quasi, dann können wir hier mal ein bisschen freiräumen. Wächst hier drüben auch Weizen? Boah, ja, nice. Können wir gleich eine Stulle machen. Boah, erstmal ein Schiff. Er wächst bestimmt das ein oder andere. So, wo waren die große Werft, sag mal? War die beim Patrizian? Ja, da war sie. Jeder hat bekommen, was er wollte. Die könnte hier sogar eventuell noch reinpassen. Sei denn, sie passt nicht rein, dann muss eine Fischerhütte weichen. Eine Fischerhütte muss weichen. Okay, was ich gucken wollte, habe ich diesen exzellenten Meister, diesen Typen, den ich mir hier erbeutet habe bei Helena und einfach nicht abgegeben habe, habe ich den noch? Den Typen, den er sich erbeutet hat. Großes Handelsschiff. Oh, nicht, oder? Warum konnte ich den nicht behalten? Ich sollte ihr den übergeben und dann dachte ich, ich behalte den einfach selber und jetzt habe ich den nicht mehr. Verkauf die ganzen Gewürze an den Sockenbart. Hätte ich vielleicht sockeln müssen oder so, keine Ahnung. Who knows? Who knows? Die ganzen Gewürze, jetzt wo du es sagst, stimmt ja, wir haben super viele Gewürze, erstaunlicherweise. Da könnte man, Milch müssen wir nicht unbedingt einkaufen. Muss ja nicht ganz so viel sein. Verkauf die ganzen Gewürze, nice, könnt ihr mal ein Community-Projekt. Als Tipp, für eine bessere Bilanz kannst du eine extra Bauernsiedlung anlegen. Ja, das ist der entfernte Plan, wie gesagt, das ist der entfernte Plan. Du immer mit deinen Bauern, Alter. Ja, manchmal musst du halt die einfach mal einbauen. So, ich warte jetzt hier erstmal, bis das neue Schiff fertig wird. Dann können wir das nämlich mal als Zwischendurchlager verwenden. Oh, 50 Follower sehe ich gerade. 50 Follower. Oh, hier läuft ja irgendwas komplett falsch gerade, sehe ich. So muss das doch. Da kitzelt mir direkt die Nase hier. Oh, da kitzelt mir das Näschen. Genauso wie dir wahrscheinlich. Hey, Ossi. Ja. Ich habe gerade so eine Quest abgehakt. Ihr Name lautet. Entschuldigung. Obsthagel. Ein versierter Schiffszimmermann. Ich hätte gern einen normalen Zimmermann. So irgendeinen, der automatisch immer durch die Stadt latscht und die ganzen Gebäude repariert. Einfach einer, der ein paar längere Beine hat oder eine Kutsche oder so, damit man nicht alle 5 Meter einbauen muss. Ne? Du hättest auch gerne längere Beine und noch andere längere Dinge. Alter, meine Beine, echt, ich muss jetzt also mal ein bisschen Real Talk. Meine Beine sind so unglaublich lang, dass ich nirgendwo eine Hose finde, die mir passt. Ja, nimmst du einfach mehrere und hängst sie aneinander. Ich häkel mir die aneinander. Ich sitze auch immer unterm Tisch. Ich habe ein Loch durch die Wand an die Rückwand von meinem Schreibtisch gestemmt, damit ich da meine Füße durchstecken kann. Aber meinen Zweifel dran, dass es nur die Füße sein werden. Auf der Rückseite sitzt immer mein Hund und schlecke dir. Mate. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Komm mal her. Fisch, Schatz, Lack, Fracht, wo kann er spenden? Hier, da. Ja, da ist ossi@plüschmors.com, PayPal-Account. Da hast du Plüschmors. Plüschmors! Plüsch! Yeah! Plüschmors! Okay. Juhu, ich werde jetzt mal hier ein bisschen restrukturieren. Hallo. Also wenn ich restrukturieren sage, dann meine ich das auch so. Warte mal, ich glaube der Chat scrollt hier gerade nicht mehr mit. Sekunde, so, warte, so. Entschuldigung. Habe ich nicht gemacht. So. Seid ist doch gar nicht voll, warum wird er nicht abgeholt? Ich glaube, der ist hier ein bisschen überfordert. Aber das ist auch egal.
Verstehe ich, ich bin mit dir auch regelmäßig überfordert. Dattelplantagen. Heidenplantagen. Oh, stimmt ja. Ossi, erinnerst du dich, die Piraten, die hier neulich über die Map gefahren sind? Ja. Jetzt weiß ich, wo mein Schiff hin ist. Ei. Ja, das passiert. Aber es ist, glaube ich, nicht mehr das silberne Schiff. Nee, es ist nur noch ein Flaggschiff. Ich will mein silbernes Schiff wieder. Ich will mein silbernes Schiff. Ja. Bitte. Okay, warte mal, wo ist die Nussschale? Da ist die Nussschale. Nussschale, geh mal darüber. Okay. Muss ich das machen? 10 Felder in die Richtung, ne? 4, 5, 6, 7, 8. Jo, 10 Felder. Nee, Moment. Hier oben. Wir gehen bald mal richtig verkaufen hier. Dann machen wir den Ossi nach. Erstmal. So, Kaufmannskocke. Was braucht man hier drüben nochmal? Nee, das ist die falsche Insel. Was braucht man? Hanf. Wir brauchen Hanf. Da ist Hanf. Hanf ist gut. So, nehmen wir mal mit hier, ohne ne? Ohne Hanf kein Mampf. So ist das. Ich guck gerade mal, ob der vielleicht noch interessante Dinger hier hat. Was ist das denn hier? Erhöhte Trefferpunkte. Zollwaren. Ich will mal wieder Zollwaren haben. Gib mir Zollwaren. Wieso kann ich eigentlich den hier nicht? Auch für 200. Ja, komm hier. Machen wir mal. Erhöhte Trefferpunkte und natürlich die kaiserliche Belobigungsurkunde. Oh nee, oder? Oh doch. Geht etwa falsch. Hey. Der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, ha? Ja. Naja, wenn dem so ist, dann ist dem so. Und wenn dem nicht so ist? Dann ist dem nicht so. Nein, Ossi, das hast du nicht gesagt. Okay. So, ich habe gerade eventuell nochmal Zollwaren rangeholt. Neue. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, direkt hier runter, weil wir hier das Saatgut brauchen. Verstehe ich. Verstehe genau. Hier würde ich erstmal den Standard-Einkauf wieder reinschmeißen. Ja, ich weiß, der kostet Geld, das ist mir aber egal, weil ich keinen Bock habe, ständig die Werkzeuge und alles hin und her zu schippern. So, aber die meisten Sachen sind ja eh relativ günstig. Es ist der ausdrückliche. Mach mal so hier, nicht? So, wo gehört er sich? Zeig mir her dein Treibgut. Mein Treibgut? Vergiss das Treibgut eh wieder. Treibgut. Ja, wo ist das? Das Treibgut treibt sich auf dem Meer herum. Das treibt gut. So. Die Paneele unten unterm Channel-Dingens, die kommen noch. Die sind noch quasi Work in Progress. So, wenn das hier eh schon unterwegs ist, dann kümmere ich mich mal gerade darum, wenn ich da eh schon bin. Oh, meine Haare. Oh, mein Haar. Die Haare des Ossi. Okay, gut. Ich glaube, Werkzeug müssen wir dann hier gerade... Bitte, was? Ach, so ist das jetzt, ja? Ja, wenn er... Ich habe mir die Marie mal gekrallt. Es tut mir leid. Das wundert mich nicht. So. Ich habe da gerade Snacks erblickt. Vielen Dank. Ergebensten Dank, meine Treueste. Ach, er wohl. Ja, ja. So, pass mal auf. Wir sammeln mal ein bisschen Güter, würde ich sagen. Diese, jene, welche man zur Veräußerung hernehmen kann. Sag mal, Lederwemser. Ich glaube, wir müssen nochmal durchrechnen, ne? Oder das wurde gerade zu krass eingekauft. Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon so genau? Wie viele Pelzmäntel wir einfach haben. Leider. Kontor 3 war ja das höchste hier, ne? Indigo Heinse. Oh, fair. Es wird gespeichert. 15 Minuten heißt es, deswegen sind direkt in die Lande gegangen. Das ist absolut korrekt. So, warte mal. Ist unser Schiff schon da? Jawohl. Sehr schön. Dann machen wir das, den Hanf, schmeißen wir mal hier rüber. Hallo? So. Mhm. Im Hintergrund raschelt es schon. Bei mir raschelt es auch gleich. Im Gebüsch. Benne, hast du noch die Verteilung oder hat jemand im Chat noch die Verteilung von Seiden und Indigo-Plantage zu Teppichknüpferei? War das zwei Seiden und zwei Indigo auf eine Knüpferei oder wie war das? Nochmal. Ich esse nicht. Ich trainiere meine Zähne. Friss nicht. Und der Hunger ist gegessen. So, mal, warte, wo waren das?
Kann mir da einer was sagen? Ja, warten wir mal auf den Chat, dann muss ich nicht nachschlagen. Immer feste drauf. Man hört immer, wenn du rumraschelst. So, jetzt nochmal Techno-Rave. Vielen Dank für dein Follow. Das sieht doch gut aus. Techno-Rave. Was wollte ich gerade machen? Wir brauchen Ibram, ja. Alter, die Bilanz geht immer weiter runter. Was ist denn da los? Hä? Was ist denn hier los? Irgendwas fehlt denen. Tante Marianne. No! Was ist denn hier los? Jetzt weiß ich, was los ist. Meine Gewürzrute ist im Arsch. Das ist los. Oh. Vermaledeit. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Da muss ich spontan erstmal hier ein Turnier abhalten. Ich meine, ein Turnier abhalten, wa? Ja. So, dann tauschen wir hier mal aus. Wir haben jetzt Pelzmäntel hier als Zollware drin. Das ist sehr, sehr lecker. Als Zollare? Abwarenmenge 18 Tonnen. Easy. Easy. So, was ist denn teurer? Ich glaube, Leinkutten sind teurer als Most, ne? Oh. Meine ich zu denken wissen. Aber nicht so viel, auf jeden Fall. Ich glaube, Leinkutten kratzen aber schon ein bisschen 80 Taler, 100 Taler so an. Weiß ich nicht, du. So, pass mal, wir nehmen das neue große Handelsschiff hier für die Gewürzroute. Das muss hier alles mal ein bisschen geordnet werden, ne? Deswegen, dieser Folge wird hier großartig aufgeräumt, damit wir hier im Süden demnächst ordentlich expandieren können. Wenn er sonst schon irgendwo aufräumt, ne? Hören Sie mal. Ja, bitte? Was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ist ganz Ohr. So, es gab tatsächlich für Anno 1404 mal eine App, die Anno 1404 Fan-App, aber die scheint es nicht mehr zu geben. Zumindest wird die bei mir im Store nicht mehr angezeigt. So, ich muss gerade mal alle Routen durchsehen. Sieht aber gut aus. Alle anderen sind noch da, aber die Piraten haben mir halt meine Gewürzroute zerschossen. Und das nur deinetwegen, Ossi. Nur deine Schuld ist das. Diese Stinker. Widerwärtig. So, okay, jetzt hier drüben. Es tut mir ein großes Sorry. Höre gut zu, Ossi. Ja. Weißt du Bescheid? Hast du deinen Samen schon wieder verteilt? Oh, ich habe meinen Samen über dem Land verteilt. Das mache ich immer so. Kacke aus. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich überhaupt eine Facecam anschalten sollte oder nicht. Hanf, hast du... Ich verstehe schon. Ja, natürlich. Bitte, was... Man muss da irgendwie diesen Stream überleben. Und diese Aufnahme. Und überhaupt alles. Ja, allerdings. Und außerdem würdest du mich sonst auch nicht aushalten können. Ja, das kann schon gut möglich sein, muss ich sagen. Ach, ohne meinen Stoff bin ich sonst sehr grumpy. Ist Mr. Grump. So ist das. Okay, so, So, wie sieht das hier aus? Mal gucken. Ich überlege, ob ich gerade nochmal durchrechne, wie viel wir jetzt konkret Tomato brauchen. Wir rechnen mal anhand der Häuser, würde ich sagen. Wo ist er denn hier wieder? Der gute Warenrechner. Jetzt hole ich ihn doch wieder raus. Achso, hier hatte ich das und hier hatte ich das. Aber irgendwie lädt der gerade nicht. Lade. So, wir haben... Hallo, würdest du mal? Danke. Wir haben 2 Bettlerhäuschen, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben 20 Bauernhäuser. Wir haben 38 so, Bürgerhäuser, bei denen wir noch aufrüsten können. Tatsächlich, wir haben 10 Handelsprivile. Ah, wegen den ganzen neuen Orient-Fuzzis, natürlich. Wir haben 51 Patrizierhütten. Natürlich. Natürlichement. Und 35 Adligenhütten, da könnten wir... Oh, da haben wir sogar eine zu viel gerade. Das hat weiß ich aber nicht mehr. Zu viel? Ja, tatsächlich. Ich habe 35 und 34. Das ist anständig. Das ist stattlich. So, da okay. Wir brauchen 8 Fischerhütten. Fischerhütten bleiben natürlich auf der Hauptinsel. Wir müssen ja die Kontrolle über unser Leben verlieren. Macht uns keinen Spaß. 3, 4, 5, 6. Wir haben 2 zu wenig. Es sei denn, irgendwo verstecken sich noch welche. Die Werkzeugmacherei hat keinen Bock mehr. Hat, ja, das ist aber auch verständlich, wa? Hat eine Hafenmeisterei eigentlich... Wir hatten schon eine große Werft. Leck mich. hatte die Hafenmeisterei eigentlich ein... Waren. Hier, diese Abholfuzzis. Ein Waren? Ein Waren, ja. Könntest du mir bitte beantworten, ob die jetzt Waren haben oder nicht? Ich weiß es doch auch nicht, Benne. Okay. Stress mich nicht. Doch. Ich stress dich bis zum Rand der Welt. So, ja, gut. Bau doch mal gerade hier, Junge. Du sollst gerade bauen. Er möchte nicht. Dann machen wir das halt so. He does not want to build gerade. So. So. Okay, soll reichen für die Fischerhütten. 3, 6.
Jetzt bauen 9. Wir eine große Moria. Aha. 4 Gewürzplantagen. Eigentlich müssen die Gewürze mal langsam hier wieder ankommen. Boah, sind die Gewürze. Oder doch? Ja. Das sieht natürlich sehr sexy aus. Bin mit dir. Gewürze? Oh yeah. Ah. Da ist er. Eieiei. Das gefällt mir sehr gut, was sie hier leistet. Alter, 7000 hat die im Lager. 7000 was? Achso, die große Nori. Hast du schon aufgewertet bei den Errungenschaften? Ich habe bei den Errungenschaften schon aufgewertet, ja. Sehr gut, sehr gut. So, warte mal. Ja, Forge of Empire, genau. Ja, nee, die 1404-App scheint wirklich leider tot zu sein. Ich weiß nicht genau, warum. Es kann aber sein, dass man die noch in Custom Stores findet. Gibt's ja auch, ne? Also da, oder halt als APK oder so. Da kannst du mal googeln, ob du da was findest. So, hier haben wir ja ein bisschen mehr Kohle, finde ich gut. Warum ist denn die Hütte hier immer noch kacke? Ach, die wollen ja auch Gewürze. Ah, deswegen gehen die Mieten so hart runter hier. Sohle vorkommen, ist natürlich auch ausgeschöpft. Weißt du was, hier, gönn dir, boom. So, Ach nee, der hat ja schon. Ui, ich bin ja auch ein Nappel. Brot 4-mal, haben wir glaube ich sowieso mehr. Oder? Hier gerade 4 Bäckereien. 5. Wir haben 5 Bäckereien. 5. So. 2-mal Fleisch haben wir, glaube ich. 3, 1, 2, 3. Sind wir beide hochkonzentriert heute. Oh ja, Alter, das geht hier richtig Schlag auf Schlag, sag ich dir. Ah, da hat er auch die Übung drin. Ja, hier so. Werden auf jeden Fall gleich ein paar Gewürze produziert. Ich reiß auch wieder ein bisschen was davon ab. Rohstoffader ist versiegt. Was denn hier los? So. Warsteiner, was hast du da für Sternchen in den Chat geschrieben? Hast du etwa Penis geschrieben? Penis. Wenn es weiter nicht so. Oh, Norsberg, ich danke dir für die eine Tonne Holz, die du mir gerade verkauft hast. Die rettet mein Leben. Herr Norsberg. So. Gewisse Sachen sollten wir vielleicht auch... Achso, stimmt, ich wollte eigentlich das große Schiff hernehmen, um Sachen zu verkaufen. Na egal, komm, wir machen mal... Ich lasse die beiden Werften jetzt übrigens. Nimm es her und verkaufe deinen Müll. Ich verkaufe meinen Körper. Der ist aber leider so teuer, den kann sich niemand leisten. Körper. Wenn und ich verkaufe auch was, nämlich ein stattliches Folgenende. Bitte, ist es schon soweit? Es ist allerdings schon eine fortgeschrittene Stunde dieser Tage. Ich wollte gerade damit beginnen, die neuen Farmen zu bauen. Ja, das könntest du in der nächsten Folge beginnen, wenn du das gern möchtest. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge mal ein bisschen rumexperimentieren mit Norien und so. Ich glaube, braucht die Kleine braucht noch kein Mosaik, die Große braucht Mosaik und davon halt echt viel. Bitte was? Ja, das kann schon sein, das kann in der Tat schon sein. Ich habe es noch nie gehabt, dass die KI sich bei jemandem einschmeichelt. Helena kam gerade an und hat geschmeichelt. Ich hoffe, du hast diesen Erfolg nicht auf Kosten der und jetzt gibt sie zu weniger mächtig zu sein. Die Frau wird mir langsam suspekt. Was ist denn los bei dir? Was ist denn los bei dieser Frau? Also bei mir hat sie gerade auch zugegeben. Auf jeden Fall. Was ist mit dieser Frau? Okay. Lösung bitte. Okay. Lordings, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben einiges geschafft. Wenn ihr Tipps und Ratschläge habt für die nächste Folge, dann schreibt sie gerne in den Chat oder in die Kommentarsektion. Wenn nicht, dann lasst einfach ein Like da und ein Abo vielleicht und drückt die Glocke. Schaut mal auf dem Discord vorbei, wenn ihr noch nicht dabei seid. Ja, und ansonsten, Wenne, hast du noch ein Wort zum Montag zu sagen? Du stinkst. Ja, das stimmt. Ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich kann mich den Worten des ehrenwerten Ossi von Plüschmoor, Plüschmoos, ja, nur anschließen. Oh, der Agent ist da. Alles gut, ist nur die erste Folge gerade gewesen. Wir machen ja gleich weiter. Agent Orange. Der Erzmagier-Agent. Ja. So, jetzt auf YouTube erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Blub.